Dann haben wir uns auf dem Casting zu Dr. Steigerwie wieder getroffen. Dr. Sandström? Nein, sondern wir waren beide für die Rolle von Marc. Ach was? Ja, heißt er Marc Meyer? Ja, ja, klar. Und waren auch beide, also es gab ein finales Duell zwischen uns. Es ist wirklich wahr, also kann der Florian bestätigen. Und es war ein Segen tatsächlich, wie es ausgegangen ist, dass er sie bekommen hat letztlich, weil ich hätte sonst Männerherz nicht machen können. Ja. Also es ist eine völlig verrückte Geschichte. Erstens mal finde auch ich, dass er der beste Marc Meyer ist, den es geben kann in Deutschland. Ja. Sage ich ganz ohne Neid. Das ist wirklich wahr. Ich wusste auch damals bei dem Casting, ich glaube, ich war zweimal da und er kam relativ spät sogar erst in die Casting-Runden dazu. Es waren davor noch andere. Und dann war es nur noch zwischen mir und einem oder zwei anderen, die dann auch rausfielen irgendwie. Und dann war es am Schluss nur noch zwischen Flo und mir. Und ich wusste, als die zu mir gesagt haben, Steffi Ackermann oder die Casterin, als sie mir das zu mir gesagt haben, ja, wir haben jetzt noch einen dabei, einen Flo. Florian David Fitz. Da wusste ich, scheiße, der kriegt's. Ich wusste es sofort. Wir sind da zusammen im Flieger auch noch nach Berlin gesetzt. Ja. Nebeneinander zu dem letzten finalen Casting. Das war total schizophren. Wie verhält man sich da? Ja, man hat beides die Texte, man lernt beides dieselben Texte. Ja, lustig. Also ich meine, wir sind ja beide schon länger dabei. Ich meine, man weiß das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste es die ganze Zeit irgendwie, der wird das kriegen, weil es perfekt für ihn geschrieben war. Und weil ich mir dachte auch, also ich hatte ja immer diesen Traum, Männerherz zu machen. Mhm. Und als ich gerade bei diesem Casting war, waren eben auch schon so Anzeichen, dass ich es vielleicht wirklich schaffen könnte, diesen Film zu machen. Und ich wusste, wenn ich diese Serie mache, kann ich den Film nicht machen. Deswegen war es für mich auch damals eigentlich schon ganz cool zu wissen, okay, wenn das nicht klappt, dann folge ich eigentlich dem, was ich wirklich machen möchte, meinem Traum. Ja. Und ich habe dann Florian, nämlich ja auch noch am Florian gerecht, indem ich ihn besetzt habe. Also, nee, also ich halte den Flo, damals fand ich einen tollen Schauspieler, habe mich immer super mit ihm verstanden und habe mir bei Dr. Steigerwie bei dem Casting auch schon gedacht, der ist perfekt für diese Rolle und den werde ich da nehmen. Ja, der hat eben diese Weichheit, um die weiche Seite von Marc Meyer noch so ein bisschen vorzubringen. Ja, bei Marc Meyer spielt er ja gut, aber bei Marc Meyer spielt er ja wirklich ein, also er hat auch noch was, glaube ich, er hat etwas, was ein bisschen grün hinter den Ohren ist, bei Marc Meyer. Ja. Also das finde ich auch so ein Unterschied noch, man verzeiht ihm das noch. Ja. Er ist noch so ein Lausbub ein bisschen, irgendwo. Ja? Und bei mir ist es schon, glaube ich, so, dass man sich denkt, das ist einfach ein Arschloch, wenn ich mit Marc Meyer spiele. Ja, du wärst so hart dann gewesen. Ganz ehrlich. Und bei ihm ist es noch, es kommt noch ein bisschen mehr charming, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja aber auch eine der großen Qualitäten, die ich dann bei Männerherzen von ihm sehr gut gebrauchen konnte. Wobei die Figur ja viel, eigentlich ein Gegenteil ist von Marc Meyer. Marc Meyer ist ja ein ziemlicher Arsch, so ein Macho-Arsch. Ja. Und er hat ja bei mir eher so einen verwirrten, nachdenklichen, der sich immer einen Kopf macht, der alles richtig machen möchte, so ein Freund, so ein Typen gespielt, ja. Aber es zeigt ja auch nur, wie vielseitig er ist. Und dann bei Vincent Belmer ist es natürlich eigentlich auch ganz, ganz, ganz klar, dass er dann auch mal was versucht hat zu spielen oder was für sich selber geschrieben hat, was ganz anders ist, ja. Was so richtig da raus, also dagegen geht, gegen diese ganzen romantischen Figuren, Romantic-Comedy-Figuren. Ja. Ich glaube, das war ihm auch ein großes Bedürfnis, da einfach mal was Richtiges dagegen zu hauen. Ja, war auch seine erste große Kinorolle dann eigentlich, oder? Vincent? Oder Männerherzen? Männerherzen, oder? Das war das erste Mal so. Männerherzen war definitiv sein Durchbruch im Kino. Ja. Das muss man so sagen.